Halloween. Heyo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute ist ja Halloween. Und passend dazu habe ich mir gedacht, mal schreibe ein paar Fakten über Halloween. Viel Spaß beim Video. Bei Halloween sagt man immer, das kommt aus den USA. Ist nicht ganz verkehrt, aber es wurde vor 4000 Jahren in Irland erfunden und von den Iren dann nach Amerika gebracht. Und deswegen sagt man, dass es aus den USA kommt. Die Wurzeln von Halloween reichen viel, viel weiter zurück. Das Ganze ist nämlich vom alten keltischen Fest Samhain abgekupfert. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Jedenfalls glaubte man da, dass eben von der Nacht zum 31. Oktober auf den 1. November das Tor zwischen den Lebenden und Toten geöffnet wird. Deshalb haben sie eben Kostüme und Masken getragen, um sich vor den ganzen Geistern zu schützen. In Deutschland gibt es Halloween seit 1991. Das Ganze wurde als Ersatz für Karneval genommen. Damals, während das Golfkrieg keine fröhlichen Feste feiern sollte, für die ganzen Spielwarenhersteller oder Kostümehersteller, damit die trotzdem ihr Geld verdienen in dem Jahr. Gehört ihr auch zu den Menschen, die vor Spinnen Angst haben? Die meisten Menschen haben ja vor Spinnen Angst. Doch wenn ihr morgen einer Spinne begegnet, dann habt keine Angst vor der. Da handelt es sich angeblich um eine verstorbene Liebe. Jetzt frage ich mich nur, was mit einer Spinne ist, die da hinten sitzt. Die sitzt da schon eine ganze Weile. Ist es auch nur verstorbene Liebe dann? Halloween hieß nicht immer Halloween, weil Halloween ist eigentlich All Hallows Eve, bedeutet der Abend vor Allerheiligen. Irgendwo wurde aus All Hallows Eve einfach Halloween. Da der 1. November ein Ruhetag ist, ein christlicher, hat Bayern für Halloween ein Tanzverbot verlassen. Ziemlich dumm für die ganzen Halloween-Partys. Jeder von euch kennt den Brauch, von Haus zu Haus zu gehen. In Amerika Trick or Treating oder hier Süß oder Saures. Das Ganze liegt daran, dass man eben früher auch geglaubt hat, dass man die Geister durch Essen vor dem Haus besänftigen kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass Kinder an diesem Tag etwa 7000 Kalorien an Süßigkeiten zu sich nehmen. Das entspricht so viel wie 66 Bananen. Halloween liegt nach Weihnachten auf Platz 2 der kommerziellen Feste in den USA. Die Amerikaner geben an diesem Tag etwa 6,9 Millionen Dollar aus. Nur für Halloween. Wollt ihr schon immer meine Hexe begegnen? Dann müsst ihr an Halloween einfach eure Klamotten auf links drehen und rückwärts laufen. Laut der Sage begegnet man dann eine Hexe. So, und auch schon der letzte Fakt. Kürbisse. Warum Kürbisse? Und wie heißen diese Kürbisse? Diese Kürbisse nennt man Jack-O-Lantern. Und das hat den Grund, dass dieses Ganze mit dem Kürbis auf eine Geschichte von Jack Oldfield. Dieser gewisse Herr soll den Teufel betrogen haben. Deswegen durfte er nicht in den Himmel, aber natürlich auch nicht in die Hölle, denn der Teufel möchte ihn auch nicht bei sich haben. Also gab er dem Jack Oldfield eine Steckrübe und glühende Kohle. Da es in den USA aber nicht so viele Steckrüben gibt, sondern eher Kürbisse, wurde das Ganze dann eben in einen Kürbis verwandelt. Und diese Kürbisse stehen normal vor der Haustür, um eben die Geister auch zu erschrecken, wie mit den Kostümen oder Masken. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es einen Daumen nach oben. Hier sind nochmal zwei Artikel für meinen Plan. Draufklicken, sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich hier natürlich wie immer kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern. Bye, bye.